Und da kommen dann hunderttausende Besucher jährlich nach Rübeland, gucken sich die Tropfsteinhöhlen an, die Baumannshöhle, die Hermannshöhle. Die sind die meistbesuchtesten Ausflugsziele im Harz. Und der Höhlenbär, vor dem habe ich mich immer gegraust, obwohl ich ihn nie gesehen habe. Der treibt dort sein Unwesen und wir kommen jetzt nach Eisleben. Jetzt geht es ins Mansfelder Land hinein. Stürmische Begrüßung mit dem Fanfarenzug 1973 der Lutherstadt Eisleben. Die lassen wir jetzt mal hier den Ton angeben. In der Zeit bis 1990 wurde dieser Fanfarenzug neunmal bester Fanfarenzug im Bezirk Halle. Und er hat teilgenommen an wirklich großen Festen, dem Turn- und Sportfest in Leipzig und an Showauftritten 1989 in der damaligen Bundesrepublik und 92 in Spanien. Und Showmusik. Und dieser Spielmannszug übrigens war mal ein reiner Schulfanfarenzug, sollte man gar nicht meinen. Die haben sich richtig rausgemacht. Sehr rhythmisch veranlagt, die jungen Bohrer Gäste am Straßenrand. Wollen wir wetten, dass wir jetzt Martin Luther erleben werden? Wollte ich doch gerade sagen.